Hey Mann, willkommen zurück hier auf meinem Channel. Heute bin ich hier mit Handkamera unterwegs aus meinem alten Zimmer. Ich kann euch mal so ein bisschen einmal rumführen. Das ist mein altes Zimmer, mein altes Kinderzimmer, wo ich damals gewohnt habe. Und heute soll es darum gehen, wie du eine Freundin findest. Ich möchte dir einen ganz wichtigen Tipp geben, den die Profis kennen, den viele Anfänger immer nicht kennen. Das merke ich immer wieder, weil viele Anfänger mir immer wieder diese Frage stellen. Und das ist ein ganz wichtiger Tipp, wenn du es schaffen willst, eine Freundin zu finden oder einfach eine Beziehung zu führen, sei es jetzt eine sexuelle Beziehung oder eben eine feste Beziehung. Ganz unabhängig davon ist das sehr, sehr wichtig. Deswegen bleib dran und ich wünsche dir viel Spaß auf meinem Channel. Wenn es um das Thema Freundin finden geht, ist eine Sache, die viele Männer nicht verstehen, dass dieser Prozess, eine Freundin zu finden oder eine Beziehung mit einer Frau zu kommen, sei es eine Sexbeziehung oder eine feste Beziehung, das ist nichts, was man unbedingt anspricht oder wo man am Anfang des Kennenlernens viel darüber redet, sondern es ist etwas, was sich natürlich entwickelt. Ich habe zum Beispiel letztens jemand gefragt, der bei mir im Coaching ist, hey Tim, wie soll ich denn mit der Frau darüber reden, dass ich eine Sexbeziehung mit ihr will? So, ich habe jetzt einmal mit ihr geschlafen, jetzt will ich eine Sexbeziehung mit ihr. Soll ich mit ihr jetzt darüber reden, dass ich eine Sexbeziehung mit ihr will? Soll ich darüber mit ihr reden, dass ich mehr als Freundschaft mit ihr will? Und die Antwort darauf ist einfach nein. Die Antwort darauf ist, diese Dinge entwickeln sich. Frauen verlieben sich bedeutend langsamer als Männer, weil Frauen nach anderen Dingen Ausschau halten als Männer. Wir Männer sehen die Frauen und du siehst sofort, gefällt diese Frau mir oder gefällt diese Frau mir nicht. Und wenn sie dir nicht gefällt, dann nicht, dann wird sie nicht deine Freundin. Wenn sie dir gefällt und findest sie echt heiß, dann hat sie Potenzial, deine Freundin zu werden. Vorausgesetzt, sie ist von der Persönlichkeitsstruktur dann auch für dich geeignet. Bei Frauen ist das ein bisschen anders. Sie suchen nach ganz anderen Merkmalen, sie halten nach ganz anderen Eigenschaften Ausschau. Ja? Frauen wollen dich in verschiedenen Situationen sehen, um zu schauen, ob du überall zuverlässig bist. Ja? Wenn sie dich in ganz vielen verschiedenen Situationen komplett unterschiedlich erleben, dann müssen sie sich halt fragen, hey, kann ich diesem Mann überhaupt vertrauen? Lebt dieser Mann überhaupt nach seinen eigenen Regeln? Ist dieser Mann ein starker Mann, der sich durchsetzen kann und der tut, was er will? Oder ist dieser Mann eher von außen kontrolliert und deswegen in jeder Situation immer ein bisschen anders? Das ist der Grund, warum Frauen länger brauchen, um zu schauen, ob du Beziehungsmaterial für sie bist, sozusagen. Und deswegen ist es wichtig, dass diese Dinge sich über Zeit entwickeln. Solche Dinge wie, hey, was ist das denn jetzt gerade bei uns, so zwischen uns? Hey, wollen wir jetzt eine offene Beziehung machen oder ist das jetzt, weiß nicht, eine Sexbeziehung? Das sind Dinge, die solltest du entweder die Frau ansprechen lassen, im Optimalfall die Frau ansprechen lassen, normalerweise macht die Frau das nach 1 bis 2, 3 Monaten, wenn ihr euch regelmäßig gesehen habt und ihr hattet Spaß, dann wird die Frau das automatisch ansprechen. Aber es ist nicht deine Aufgabe, das nach 1 oder 2 Treffen anzusprechen und zu klären, was das denn ist. Denn meistens wollen Männer klären, was das ist, weil sie Angst haben, die Frau zu verlieren. Und wenn du aus Angst heraus handelst, das ist schon mal sehr, sehr unattraktiv und das bringt dich nicht wirklich voran bei Frauen. Deswegen sei da ganz entspannt, genieß die Zeit mit ihr, triff noch ein paar andere Frauen. Und irgendwann, und vor allem, wenn du auch andere Frauen triffst, wird sie sich denken, ah, das ist echt ein cooler Typ so, ich hätte ihn gerne für mich alleine. Und dann wird sie dieses Thema ansprechen, darauf kannst du dich verlassen. Du kannst es auch machen, wie ich es gemacht habe. Also ich habe es mit meiner Ex-Freundin so gemacht, da hat sie das auch nicht angesprochen, da habe ich das angesprochen. Aber es war zu einem Zeitpunkt, wo uns einfach beiden schon klar war, ja, wir wollen das beide. Es war klar, wir haben uns, ich glaube, für 4 Monate gesehen, wir hatten uns schon... Das war schon der Zeitpunkt, wo wir uns so 2-3 Mal die Woche gesehen haben. Wir haben uns oft gesehen über 4 Monate. Wir hatten regelmäßig Sex. Wir haben uns verliebt in die Augen geguckt. Wir waren einfach so in love. Das war einfach klar. Das war uns beiden klar. Ja, wir haben auch immer gesagt, so, du weißt schon Bescheid. Und das war unsere Art zu sagen, so, ich liebe dich. Und wir haben es noch nicht ausgesprochen. Und das war einfach ein Punkt, wo ich dann gefragt habe, hey, cool, wollen wir das mit der offenen Beziehung machen? Und dann war sie, ja, cool, lass es machen. Und dann hatten wir halt diese offene Beziehung. Das war auch in Ordnung so. Nach 4 Monaten ist es vollkommen legitim. Nur es ist einfach nicht deine Aufgabe, nach 1 bis 2 bis 3 Treffen sofort mit diesem Beziehungsding um die Ecke zu kommen. Denn die Frau muss sich dann fragen, hä, warum will er sich so schnell binden? Warum ist er denn jetzt schon emotional so weit? Aha, das ist wahrscheinlich ein Mann, der nicht so viel Auswahl mit Frauen hat und deswegen will der einfach sich schnell binden, weil er Angst hat, mich zu verlieren. Und das ist nichts, was anziehend wirkt. Die Frau, die Liebe, dieses Verliebtheitsein der Frau, das entwickelt sich von hier unten nach hier oben über Zeit. Bei dir ist das mehr wie auf Fingerschnips. Bei der Frau ist das mehr ein Prozess. Und es ist deine Aufgabe, in diesem Prozess einfach da zu sein bei der Frau, dich mit ihr zu treffen und ihr den Raum zu geben, um dich zu vermissen, um dir solche Fragen zu stellen. Ja? Das heißt, du darfst dich da entspannen.
Ich finde das auch sehr positiv, denn du kannst dich da einfach entspannen. Du musst dir da gar nicht so einen riesen Stress machen, wie viele der Männer, mit denen ich zusammenarbeite, das immer machen. Von wegen, hey, was soll ich denn jetzt sagen? Oder wann soll ich es denn ansprechen nachher? Will sie dann irgendwann nicht mehr, wenn ich es nicht anspreche? Keine Sorge, wenn du es nicht ansprichst, aber sie hat Interesse dran, wird ihr Interesse nicht weniger, nur weil du es nicht ansprichst. Okay? Das ist genauso wie, wenn du ihr jetzt für ein paar Tage nicht schreibst, aber sie hat grundsätzlich Interesse an dir, dann wird ihr Interesse nicht weniger werden, nur weil du ihr ein paar Tage nicht schreibst. Es wird wahrscheinlich eher mehr werden. Deswegen, wenn du eine Beziehung willst, wenn du eine Sexbeziehung willst, irgendeine Beziehung mit einer Frau, dann ist es super wichtig und deine Aufgabe, dass du einfach mit ihr eine geile Zeit verbringst, triff sie auf 4, 5, 6, 10, 20 Treffen, triff sie über mehrere Monate, ohne dieses Thema anzuschneiden. Und dann wird sie das schon irgendwann machen. Und du musst auch mal kurz nachdenken. Thema Sexbeziehung oder Freundschaft Plus. Was ist denn Freundschaft Plus? Freundschaft Plus ist doch nichts weiter als eine Frau, die ich regelmäßig treffe, mit der ich schlafe und mit der ich danach einfach noch mich ein bisschen unterhalte sozusagen. Also einfach auf normaler Ebene Gespräche führe. Freundschaft Plus ist ja sowieso das, was man normalerweise hat. Also du hast ja schon eine Freundschaft Plus, wenn du die Frau regelmäßig triffst und mit ihr schläfst, dann ist das ja schon eine Freundschaft Plus. Aber zum Beispiel, es geht auch nicht, dass du sagst, hey, ich habe noch nie mit der Frau geschlafen, ich habe sie noch nie geküsst, wie überzeuge ich sie, dass wir eine Freundschaft Plus haben sollten? So, schlaf erstmal mit der Frau. Denn ihr könnt keine Freundschaft Plus haben, wenn ihr nicht miteinander schlaft. Und du kannst nicht Sex verhandeln, wenn ihr noch nicht miteinander geschlafen habt. Du kannst Sex generell nicht verhandeln. Sex ist keine Verhandlungssache. Es ist, wir haben Lust aufeinander, wir schlafen miteinander nicht. Okay, sie gefällt mir, jetzt bespreche ich mal mit ihr auf logischer Basis, ob wir eine Sexbeziehung haben wollen. Das muss ich erstmal entwickeln. Hab erstmal Sex mit ihr. Wenn ihr dann zusammen passt, wenn ihr gerne weiter Sex miteinander habt, wenn ihr euch gerne weiter seht, dann habt ihr sozusagen schon eine Freundschaft plus. Und wenn ihr nicht miteinander schlaft, dann ist einfach die Anziehung von einer der beiden Seiten nicht groß genug. Und dann kannst du auch mit Diskutieren nicht an den Punkt kommen, dass ihr in einer Sexbeziehung landet. Deswegen nochmal an dich, nochmal zusammengefasst. Du willst eine Beziehung, du willst eine Sexbeziehung, feste Beziehung, was auch immer. Es ist deine Aufgabe, in den ersten Wochen und Monaten entspannt zu bleiben, dieses Beziehungsthema außen vor zu lassen. Lass sie das einfach ansprechen. Durch das Ansprechen dieses Themas kommst du nicht zu Sex, du kommst zu Sex, in dem Anziehung entsteht. Ja? Und wenn sie dann nach mehreren Monaten dieses Thema anspricht, von wegen, hey, was ist das denn zwischen uns? Hey, wie ist das denn bei dir mit Gefühlen oder was kannst du dir vorstellen? Dann kannst du mit der Frau in einer Beziehung sein, dann kannst du mit deiner Frau in einer Beziehung starten, wenn es dann zu dem Zeitpunkt das ist, was du willst. Es ist ein super simpler Prozess, du musst einfach nur Geduld haben und dich mal entspannen und du brauchst nicht ständig Angst zu haben, dass du die Frau verlierst, wenn du sie jetzt nicht sofort an dich bindest. Du wirst die Frau eher verlieren, wenn du schnell anfängst, sie an dich binden zu wollen. Ja? Für eine Frau ist es einfach komisch, wenn der Mann sofort anfängt, oh, was ist das denn zwischen uns? Wollen wir jetzt zusammen sein? Das wird die Frau in 99% der Fälle einfach nur abschrecken. Deswegen lass das und dann hast du auch deine Freundin, hast du auch deine sexuelle Beziehung. Schön, dass du wieder da warst. Das war es hier vom Samstag aus meinem alten Kinderzimmer. Unten in der Ecke kannst du das Quiz machen, den du rausfindest, wie attraktiv du momentan auf Frauen wirkst. Und am Ende des Quizzes kriegst du von mir ein Video, in dem ich dir zeige, wie du noch attraktiver auf Frauen wirken kannst. Dort unten abonnierst du den Channel, dass du keine Videos mehr verpasst. Und oben geht's zum letzten Video, dem Video von Donnerstag, was ich dir nur empfehlen kann. Schau es dir an. Wir sehen uns am Donnerstag wieder. Ich freue mich schon, dich wieder dabei zu haben. Bis dahin. Ciao.